Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Stream hier auf dem Kanal, mal ganz spontan unter der Woche, und zwar zu Railroad. Da kam jetzt vor kurzem das neue Rush Hour Update raus und wow, das hat es ganz schön in sich. Und man dachte, dazu machen wir einen kleinen Stream, beziehungsweise Mini-Let's Play. Railroad tue ich ja schon seit Anfang an ja irgendwie beobachten, habe damals bei der deutschen Übersetzung geholfen. Hab da eine sehr lange Pause gemacht und jetzt bin ich wieder da. Hab zwischendrin ja schon mal gespielt, aber halt nicht auf dem Kanal und auch nicht gestreamt. Und Rush Hour, das ist jetzt schon ein Update, wo ich sage, okay, da macht es Sinn, dass wir mal kurz reinschauen und ich euch das mal zeige. Und wow, Rush Hour, das ist richtig, richtig, richtig schwer. Ich habe jetzt, ja, ich würde mal schätzen, 4 bis 6 Stunden mit Rush Hour verbracht. Und ich habe es bis jetzt noch nicht gemeistert. Wie ihr seht, Rush Hour hat momentan 2 Karten, und zwar einmal Prag und Mesa Extension. Und um was geht es eigentlich bei Rush Hour? Bei Rush Hour hat man eine kleinere Map und man kriegt dann quasi bei den Bahnhöfen immer Züge. Die muss man in einer gewissen Zeit abfertigen, bevor sie quasi ablaufen und dann zum Ziel hinschicken. Und es werden halt immer mehr. Momentan sind es immer 10 Runden und je weiter die Runde geht, umso schwieriger wird es. Und ja, das Höchste, was ich bis jetzt geschafft habe, war bei Mesa Extension Runde 8. Weiter bin ich bis jetzt noch nicht gekommen. Es gibt ein entsprechendes Tutorial, wenn man das zum allerersten Mal startet. Bei mir werdet ihr das nicht sehen, nachdem ich es ja schon mal gestartet habe. Und da wird das nochmal kurz erklärt. Und ich würde sagen, ich zeige euch mal, wie es funktioniert. Und dann schaue ich mal, wie weit ich komme. Ich gehe mal ganz kurz auf Fullscreen beim Spiel. So, da und da sind wir drin. Und ich würde sagen, wir machen mal die Mesa Extension. Und hi, Darkstyle! Okay, nochmal mal kurz neues Spiel. So, kurz zum Interface. Der Timer da unten, der läuft ständig weiter, auch wenn ich hier auf Pause bin. Je kürzer der Timer ist, umso mehr Punkte kriege ich dann da oben. Das ist dann für den Highscore ganz interessant. Und das ist die ganze Karte. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Bahnhöfe. Das wirkt noch nicht viel, aber das ist schon richtig, richtig stressig. Und beim neuen Rush-Update ist es jetzt so, beim Bahnhof kommt dann hier dieses Pop-Up von dem Zug. Da kann ich dann drauf gehen und dann sehe ich, wo der hin will. Also der will von da nach da und wieder retour. Und der hat jetzt so einen Kreis und der wird halt immer voller. Und wenn er ganz voll ist, dann habe ich quasi das Spiel verloren. Ich muss den innerhalb der Zeit, also bevor das hier voll wird, den Zug annehmen und quasi dispatchen. Ich kriege keinen Penalty, wenn der lange hier am Bahnhof steht. Ich muss ihn einfach annehmen. Das ist die Challenge. Und ich würde sagen, wir fangen mal an. Und wir haben auch bestimmte Anzahl von Gleisen und Autosignale, die ich nutzen kann. Und mehr auch nicht. Bei jeder Runde wird es ein bisschen mehr. Aber ich muss es quasi sinnvoll nutzen. Und ich mache das mal. Ich gehe hier vom mittleren Gleis zu Gleis Nummer 3. Und damit ich gleich mehr Züge annehmen kann, machen wir ganz kurz den hier. Und das. Ja, okay. Ist jetzt gerade mehr Gleise, habe ich gar nicht mehr. Aber ist auch nur die erste Runde. Die ist noch einfach. Ich nehme den an. Kann dann sagen, wohin. So, gehen wir Gleis 1. Und schicken gerade dahin. Für die erste Runde. Das wird doch richtig heftig. Ihr werdet das sehen. So, der ist dann da. Kann ich gerade wieder zurückschicken. Und wenn ich hier so ein Kopfgleis habe, dann tun die automatisch wenden. Wenn ich jetzt hier noch Gleis hätte, dann müsste ich einen Rechtsklick drauf machen. Das kann ich auch noch während der Fahrt machen. Und er würde dann wenden entsprechend. Also ein bisschen Taktik ist auch gefragt. So, gehen wir mal weiter. So, Zeit ist abgelaufen. Jetzt kriege ich meinen Score. Und ein weiterer Bahnhof wird freigeschalten. Und zwar West Herald. Und ich kriege wieder weitere Gleise und Signale. Und das Erste, was ich jetzt mache, ist erstmal passieren. Denn jetzt haben wir auch hier einen Zug. Und zwar West Herald nach Wakefield und wieder zurück nach West Herald. Das wird nicht lange so bleiben. Also machen wir jetzt hier mal eine Verbindung. Ich mache auch mal diese Verbindung, damit ich gleich schon mal 2 Züge annehmen kann. Und hier, dass ich 2 Plattformen habe zum Hinschicken.
Soweit zu dem. Also, hier haben wir schon zwei Züge, die wollen alles gleiche machen. Die wollen von da nach da und wieder retour. Also, erster Zug annehmen. Nein, das mache ich jetzt tatsächlich nicht so. Ich gebe ihm hier nochmal... ...ein paar Möglichkeiten, wie er fahren könnte. Ich würde sagen... Wir definieren hier quasi ein Ankunftsgleis. Also die fahren alle hier raus und müssen ja die meisten wieder retour kommen. Damit ich sie vorab losschicken kann. Heiz es erstmal aus. Auch mit den Signalen. Dass ich hier wie einen Puffer habe, dann kann ich hier zwei Züge reinlassen, damit der Bahnstrecke frei wird. Weil eben, ich muss die halt annehmen. Das ist jetzt noch nicht kritisch, aber das kommt noch. Okay, also wir nehmen den jetzt an, schicken den nach Wakefield. Und den habe ich ja schon angenommen. Der will darüber. Hör auf. Und vorspulen. Also das Core ist mir jetzt egal. Ihr seht es, da ist gerade schon der nächste. Schickt man gerade los. Und zwischendrin kriegt es einfach spontan mal Züge dazu. Einfach so. Das ist echt heftig. Ich würde sagen, den schicken wir gerade wieder retour. Und den ebenfalls. Und das vorprogrammieren, dass er hier reinfährt. Dann auch wieder retour. Dann sollte das für Runde 2 gewesen sein. Ganz kurz die Stream-Einstellungen angucken. Sieht aber gut aus. Cool. Dann wartet man, dass der abgefertigt wird und dann geht's schon weiter. Da meine Punkte. Und der nächste Bahnhof kommt wieder dazu. Uff. Übrigens, welcher Bahnhof als nächstes kommt, das ist per Zufall. Also wenn ich das wiederholt spiele, dann ist auch die Reihenfolge ganz anders. Dann schauen wir uns mal den neuen Bahnhof an. Der will nach Wakefield. Auch die wollen alle drei nach Wakefield. Im Moment. Also wenn wir hier mal die Fahrstraße entsprechend legen, damit wir das erfüllen können. Einmal so. Dann machen wir hier gerade schon mal ein zweites Gleis. Und das da wird noch ganz wichtig, weil das sind zwei Blöcke. Da können quasi zwei Züge drin sein. Also wenn wir das entsprechend nutzen. Okay. Was haben wir hier unten? Der will nach Wakefield. Das ist okay. Alles noch wie bisher. Okay, dann nehmen wir hier mal den ersten an. Schicken den mal hier hin und den zwei dahin und dann nehmen wir auch gerade schon den zweiten an und schicken den bis hierhin. Das gleiche da unten, wenn wir für die Zeit ausgenutzt haben. Und wir müssen mal schauen, wie es mit der Last wird. Auf alle Fälle müssen wir dann zweigleisig irgendwie ausbauen. In weißer Voraussicht. Die warten alle. Und es now for the main course. More trains. Oh, das war jetzt gerade dezent laut. Mal kurz leiser. Wir haben jetzt einen Sonderzug. Ihr seht es. Von Weser nach Portsmouth. Also ein Zug von da nach da runter. Das heißt, wir brauchen die Verbindung irgendwie hier runter. Ich werde die Freigabe hier erstmal quittieren. Und ich würde sagen, wir haben ja noch Gleise.
machen eine Verbindung so. Da kommt dann der Zug dann da runter. Und auch das werde ich erstmal umbauen. So, erstmal von da oben da runter kommen. Dann haben wir hier sowas und dann kann ich hier. Es ist auch einer, der dahin will. Ein Gleis noch. Erstmal abfertigen. Den blauen nehme ich jetzt auch schon mal an und schicke ihn dann auch schon mal da unten hin. Hier. Einer für die anderen. Den nehmen wir erstmal. Ein Gleis, ne? Dann mache ich von hier noch eine Verbindung nach da. Dann habe ich keine Gleise mehr. Aber ich nehme den schon mal an. Der kann dann da oben reinfahren. So, das schon mal vorprogrammieren. Okay, tun wir mal vorspulen. Werde ich auch schon mal annehmen, damit der Timer nicht wegläuft. Die Züge da, die können dann da unten reinfahren dann. Also schaut immer, dass ihr irgendwie ein Gleis frei habt, wo die Züge wieder retour fahren können. Der fährt los. Fährt dann oben rein und der, also der hier muss dann warten, bis der wieder retour gefahren ist. Und den kann man auch schon mal wieder retour schicken. Einlassen und den hier runterschicken. Das schon mal vorplanen. Another victory for me. Fancy another try. Ach, no. Ich habe meinen Zug übersehen. Ja, das passiert, wenn man failt. Und da kann man wieder von vorn anfangen. Also Zug sowieso in Mesa habe ich nicht innerhalb von 5 Minuten angenommen. Und dann kann man schon wieder neu starten. Und das werde ich auch machen. Ich möchte das gerne schaffen. Also, der Anfang ist meistens gleich. Aber dann wird es halt anders. Also, einmal hier rein. Ich finde es echt schwierig. Runde 1. Wie ist der Hudri? Moinsen! Und was heute? Du sag mal, ich habe das richtig mitbekommen, dass es im jetzt noch ein Update von Dira Relic kommen soll. Na, nicht im März, also April, Mai, roundabout, war mal angedacht, aber sie haben kein fixes Datum gesagt, wann es kommen soll. Aber ich hoffe bald. Okay, jetzt haben wir Mesa hier mit zu. Kann mal passieren. Machen wir hier wieder die Verbindung. Machen wir so. Oh. Macht weniger Sinn. Dann haben wir hier noch eine Ausweichstrecke. Die schicken wir gerade mal los. Und auch dich. Erstmal so.
Aber wenn das Update kommt für Tiber Now Valley. For the main course. More trains. Ach shit, der will nach Blau. Also dahin. Also kann ich das gerade wieder abbauen hier. Wir haben eine Connection nach unten brauchen. 5. So machen. Sparsam machen wir das so. Rüber. Mr. Blue kommt hier unten hin. Schick mal schon mal rein. Wird schon schief gehen. Gut, fast forward. Los geht's. So, Mr. Blue schicken wir mal noch hier unten. Dir gehen wir schon mal die Fahrstraße für da unten. Kannst da wieder retour fahren. Und du auch noch da unten. Nice. West Herald, nächster Bahnhof. Einfach nur, damit wir ein bisschen mehr Stress haben. So, dann werden wir auch das hier mal kurz verbinden. Momentan haben wir bei West Herald. Die wollen einfach alle da unten hin. So machen. Annehmen. Dahin, der will auch wieder in die Mitte rein. Fahrstraße ist gesetzt. Der zum Beispiel, der zweite hier, der will nach West Herald. Das heißt, wir brauchen. Na gut, das haben wir ja schon. Die Verbindung fährt dann da runter und dann darüber. Wir nehmen zuerst mal den hier an, der nur da reinfahren will. Und dann den zweiten. Ready or not, here they come! Und der Mr. Blue ist auch wieder da. Oh scheiße, jetzt haben wir hier schon drei. Die ersten beiden machen alle das gleiche. Hier müssen wir irgendwie zweigleisig ausbauen, wenn es denn geht. Den nehmen wir auch schon mal an, damit er drin ist. Damit die Zeit nicht abläuft. Den können wir auch schon mal losschicken, damit er hier im Block ist. So, kurze Pause. Wir haben noch ein paar Gleise. Wir werden hier mal ausbauen und die Autosignale nutzen. Dann haben wir wieder so Blöcke hier drin. Ja, und wir machen auch hier noch ein Signal. Halt, da ein Signal. Und hier. Wenn wir so eine Stauzone haben, und auch den nehmen wir schon mal an. Schick mal bis dahin und den auch. Okay, dann haben wir hier erstmal ein bisschen Zeit. Der will ja nach da unten, den schicken wir auch schon mal los. Der kann nach da unten wieder fahren. Du, ach Scheiße. Ja, jetzt habe ich einen Logikfehler. Denn der muss hier wieder retour, aber keine Verbindung für das. Ist aber kein großes Problem, denn ich kann hier live editieren. Ich mache das mal ganz kurz neu.
Dann schick den mal kurz so. Und bevor ich den übersehe, übernehme ich den auch nochmal. Oh shit, der will noch Mazer. Auch für den muss ich eine Anpassung machen. So, der will nach Blau. Du kannst schon mal runterfahren und der will wieder da oben retour. Schon mal einstellen. Du kannst auch mal düsen. Hier hin. Erst dann auch mal düsen und der macht das gleiche wie der. Okay, nachdem der nach Mesa fahren will, kann ich hier mal kurz scavengen. Ich habe jetzt gerade echt ein Problem. Also wie kommt der von da nach da oben hin? Shit. Erstmal provisorisch so. Bleibt aber erstmal nicht so. Dahin und dahin. Ist ein echt geiler Spielmodi, aber halt bockschwer. Das ist erstmal Stufe 3, ne? Gut. Jetzt kommt Delftwood mit dazu. Müssen wir auch erstmal anschließen. Das werden wir erstmal so machen. Autosignal da. Und da haben wir auch einen Zug, der von da nach Delftwood fahren will. Wir werden das mal. Ne, ich mach das von hier unten aus. So eine Connection machen. Und weil ich gerade witzig bin, auch so eine. Und das werde ich schon mal losschicken. Und der wird durchfahren. Aber zuerst schicke ich den blauen hier los, weil der da reinfährt. Dann soll der reinfahren und dann haben wir auch noch einen für Delftwood hier oben. Würde ich schon mal vorprogrammieren. Währenddessen haben wir hier das, was wir vorher schon gesehen haben. Hi Rui! Und hier auch den regulären Service. Was haben wir denn noch als Schienen? 2. Schwierig. Wir könnten allerhöchstens. Dann noch eins hier runter, ne? Ah, das wird kaum was bringen. Wie lange es wohl dauert, bis Chaos ausbricht? In dem Modus tatsächlich nicht sehr lang. Bis jetzt nur bis Stufe 8 geschafft. Und jetzt sind wir bei 4. Oh je.
Okay, die düsen schon mal ab. Kann ich mal schon so einen annehmen? Der fährt gerade wieder retour. Den schicke ich mal dahin. Den nehme ich auch mal an. Also ich wette, ich schaffe das nicht, alle 10 Runden zu machen. Es wird mega schwierig. Uh-oh. Looks like you're getting a little full. What? Ja, was du nicht sagst. How? Surely not. I thought you'd lost, but you're winning. Ha! You're not expecting me to go easy on you, are you? Here come more trains. No, I don't. So, ich werde das mal hier kurz umbauen. Mr. Blue, den nehme ich auch schon mal an. Der will nach grün. Der kommt dann da unten. Du kannst dann schon mal losfahren. Und dich durch auch schon mal vorprogrammieren. 10 Sekunden. Der macht hier die Schleife da. Die hier. Was noch ein Blue hier? Oh no. Schicke ich dich zuerst mal los. Und dann darfst du da reinfahren. Ich bin jetzt schon gestresst. Okay. Der wäre nach West Herald. Sprich, der muss hier runter dann fahren. Haben wir hier schon den ersten Stau. Klicken wir mal da runter. Mal dahin. Okay, dann haben wir hier schon mal Stress befreit. Einfach hier noch einen Zug, den wir abfertigen müssen. Stressig, stressig. So, hier einmal da runter. Wo bist du hin? Du bist auch noch blau. Du musst erstmal der hier durch. Dann da rein und der fährt dann hier rein. Und den. Ach, der will auch da oben. Auch schon mal annehmen. Okay, dann haben wir jetzt mal keinen Stress mehr. Dann müssen wir die noch abfertigen. Die schicken wir dann auch schon mal los. Du machst wieder die Grand Tour nach darüber und wieder Retour. Okay, kurz gucken. Der wäre noch blau. Auch schon mal los. Hin. Du mal hier oben, der wäre noch West Herald, also du kommst wieder hier rein. Er dahin. Thank you.
Itzu, okay. Auch da müssen wir uns sowas überlegen, dass wir hier mehr Pufferzeit haben. Ja, und sonst, wie bei euch so der Tag? Was habt ihr so gemacht? 7 Minuten 56, 12 neue Gleise und ein Signal. Okay, mehr Bahnhöfe wären es nicht. Wir werden hier mal ausbauen. Ich hätte das einerseits gern hier mal so. Und hier so. Dann können wir hier noch ein Signal hinbasteln. 4, 1, so. Will ich das wirklich so machen? Das ist eigentlich eine blöde Idee. Ich hätte gerne für Connection. Ich möchte das anders machen. Ich will hier eine Kreuzung haben. Ich hätte gern irgendwie hier noch so eine Verbindung, aber ich habe die Gleise nicht. Das so machen. Ich weiß nicht. Mach's erstmal so. Vermutlich nicht schlau. Wir werden sehen. Okay, also der wird noch blau. Kann schon mal setzen. Der fährt von da nach da. Dann macht das schon mal setzen. Nach da unten. Was haben wir hier? Wir haben wieder zweimal grün. Die werden wir beide gerade mal zeitgleich losschicken. Der fährt dann von da nach da nach da. Als erste Aktion. Und dann schauen wir weiter. So, kurz passieren. Die machen beide das gleiche. Die schicken wir beide mal hier rein. Die machen auch das gleiche. Schickt mal rein. Ah, shit, jetzt habe ich... Shit, jetzt habe ich da die Verbindung nicht da oben. No! Das ist ein Issue. Bitte nehme ich das Gleis weg und setze es dann dahin. Braucht man das hier? Das hier. Nehmen hier den zweiten an. Ja. Erstmal so. You know what they say? Too many trains spoil the broth. Now for the main course. More trains. Ja, danke. Ich hätte gerne weniger. Danke. Gut, da haben wir einen auf den Kicker. Und noch einen blauen. Da ist ja noch ein blauer. Gerade mal losschicken. Du kannst dann hier reinfahren. Gut, gehe ich das Risiko ein, dass ich hier den blauen schon annehme? Nee. Du bist doch West Erfurt. Sprich, du fährst dann
Der fährt mal hier oben rein. Und der da, nachdem wir hier unten rein müssen, fährt hier unten rein. Dann können wir hier noch einen annehmen. Und dann würde ich erstmal warten. Wobei, dich können wir schon mal losschicken. Wir machen beides gleiche, das können wir schon mal vorprogrammieren. Dann soll der erstmal reinfahren, bevor der dann hier nach Wakefield einfährt. Der schon mal düsen. Kicken wir auch schon mal los. Dann haben wir da wieder Platz, wenn wir den blauen annehmen können. Wir brauchen nur ein freies Gleis für die Retourkutsche. Oh, halt mal. Nein, den können wir gar nicht losschicken. Weil der fährt hier hin und muss ja auch da wieder zurück. Das heißt, der muss erstmal bleiben. Aber den blauen können wir annehmen, weil da kann er hier runterfahren. Der blockiert dann den hier nicht. Soweit erstmal mein Gedanke. Runde 5 schon. Könnte man mal wenden. Und der macht dann das hier. Ach, und einer will nach da oben. Ach, Mann, ey. Ich habe schon zu viel getrödelt. What's that I spy? A train about to expire? Nee, what? Nix da. I thought for sure I had you. Ah, so close. Okay. Ich muss auch. Ah, das ist so doof, dass man hier nur begrenzte Anzahl an Gleisen hat. Geht das Risiko ein? Ich werde den hier gleich hier unten annehmen, aber das ist halt mega knapp. Holy shit. Komm, mehr braun. Oh, okay. Cool. Wir haben jetzt keinen Zug mehr auf der Pipeline. Der macht wieder Retourkutsche. Bin noch ganz rechts. Das heißt, den schickt man dann hier nach unten. Du da unten rein, das ist der blaue. Okay, mal kurz vorspulen. Und da haben wir Stau. Okay, du einmal so. Oh, in die andere Richtung. Blauen ist noch weg, weil sonst kann ich den nicht losschicken. Du fährst mal so bitte, danke. Der fährt dann hier rein.
du fährst dann hier so. Und du bist nach da oben. Ja, so, ich meine, es gedacht. Und der dann so. Und so. Du fährst dann so lang. Haben wir es fast geschafft. Der macht diese Tour hier. Okay, die letzten beiden. Es war Runde 5. Alter Scholli. Wenn hier nochmal umbauen müssen. Nächste Welle. Ein paar mehr Gleise, hoffe ich mal. Wir werden das hier machen. Nochmal weg. Und wir werden hier das mal so machen. Das so. Jetzt können wir hier anders machen, da wollen wir hier so fahren. Aber ich will doch. Das ist unklug. Ich will schon gern hier runterfahren können. Zwei Gleise. Ein Gleis. Lass mal das eventuell so machen. Dann würde ich hier noch ein Signal hinsetzen. Hier. Hier noch. Und mehr. Ja, vielleicht hier noch. Aber ich sehe jetzt gerade keine Stelle, wo es sonst noch Sinn machen würde. Es wäre schön, wenn wir hier noch ein bisschen extenden könnten. Aber dafür haben wir die Gleise nicht. Kacke. Okay, wir haben die Grünen wieder. Die, was hier unten rein wollen. Und zweimal Blau. Den ersten Blau nehmen wir gerade schon mal an. Dann hier einen Grünen. Tun das schon mal programmieren. Und auch der Grüne kann schon mal rein. Hier unten rein. Okay, dann haben wir hier unsere Pendlerzüge von da nach da. Die nehmen wir mal beide an. Der erste kann hier schon mal losdüsen. Und auch da haben wir wieder zwei Pendler, die von da nach da sind. Könnte man eigentlich schon mal annehmen. Da wieder die gleichen Pendler. So. Den werden wir auch wieder annehmen. Dass wir gerade das gleiche machen, damit hier wieder frei ist.
die schon mal vorprogrammieren für nach unten. Gut. Die stehen erstmal. Und noch der. Ha! You're not expecting me to go easy on you, are you? Here come more trains! Ach nee. Looks like you've got quite the build-up approaching. Yeah, I know. Shit, wir haben noch Blue. Nehmen wir auch schon mal an. Den Roseren können wir gerade als nächstes nehmen. Shit, 3 auf der Pipeline. Aber ich glaube halt nicht, dass wir das schaffen. Also, 5-6 Stunden habe ich schon damit verbracht. Ich habe es nicht einmal geschafft. Es ist echt heftig. So, Mr. Blue. Bitte, danke. Nehmen wir hier gerade den nächsten an. Macht die Tour hier. Warte mal, du fährst hier nach unten, der fährt hier rein. Okay, und du fährst dann da nach da. Oh, das ist schon hart am Verlieren. Na, ich habe hier noch ein Blue. Ganz übersehen. Wann spielst du dann Dark Souls? Ja, sag mal, willst du, dass ich alle Nerven verliere? Dark Souls auch noch spielen? Ja, nee. Bestimmt nicht. Schönes Spiel, aber nee. Getting overwhelmed. The clock is ticking. Ja, ich weiß. No! Victory was mine! Oh, das Spiel nervt mich nicht. So, so lucky. Das ist Runde 6 von 10. Oh na, wie soll ich denn das schaffen? Okay, du fährst dann gleich da rein. Du machst mal hier den hier. Ich brauche hier ein freies Gleis. Sonst kacke ich hier ab. Wo will denn der hin? Der will über Retour fahren. Und der will nach blau. Ich glaube, den schicken wir erstmal. Ach shit, da kommt jetzt der rein. Der muss dann da rein. Gerade noch. Okay. Ich habe jetzt alle drin. Nee, doch, hier fehlt noch einer. Fuck. Was? Changed wäre auch witzig. Change kenne ich jetzt gar nicht. Der kann dann auch schon mal hier reinfahren. Wo will denn der hin? Der will dann dahin. Kurz vorspulen, weil jetzt ist weniger Stress.
Der will nach da unten. Das heißt, du kannst mal hier hin. Du fährst mal hier rein. Du fährst dann auch da rein. Das ist ein Escape-Spiel mit Furries. Okay, muss ich mal nachgucken. Sagt mir jetzt wirklich so gar nichts. Okay, rosa, rosa, rosa. Du bist auch noch rosa. Du bist dann dahin. Du musst einmal wenden. Du bist dann auch noch da oben hin. Du bist hier unten hin. Mal wenden. Du fährst hier unten hin. Auch so. Okay. Mr. Rosa, wie kommst du hier nach oben? Machen wir mal so. Shit, von da nach da, die Verbindung habe ich noch nicht so richtig. Da brauche ich hier noch ein Gleis. So ungefähr. Das war Runde 6. 11 Minuten. 12 neue Gleise. Was? Vermutlich kennst du dann Puro auch nicht. Puro. Puro. Du meinst aber nicht den Drachen, oder? Aber ich glaube, das verwechsel ich gerade. Moinsen, Ronny. Na, alles klar. So, jetzt haben wir endlich hier die Verbindung. Wie fahren wir jetzt da weiter? Ich glaube, das macht nicht so viel Sinn hier. Das heißt, ah shit, so kann ich ja nicht fahren. Och. Das geht. 7 Gleise. Signal hin. Wird sicher nicht reichen. Wir können das hier noch mal, na kein Signal, wir können das hier noch mal extenden. Knappe Geschichte. Ist ein Charakter in dem Spiel? Nein, kein Drache. Okay, ja, nee, dann kann ich es nicht. Ja, Ronny, soweit, alles klar. Ich bin zwar Corona-positiv getestet worden, aber ich merke so rein gar nichts. Zwangs-Homeoffice jetzt. Aber ja. Für irgendwas muss die Impfung ja gut sein. Und wie gesagt, für mich wie immer. Jetzt haben wir hier zweimal grün. Wir werden die grünen gerade wieder losschicken. Und auch den da oben. Da den ersten schon mal annehmen.
dass wir mal hier reinfahren. Ja, ich bin positiv. Aber wie gesagt, ich merke gar nichts. Also, mir geht's wie immer. Ich kann mich echt nicht beschweren. So. Ich habe mir auch nur deswegen testen lassen, weil ein Mitarbeiter von uns positiv getestet worden ist. Und jetzt musste man es halt auch testen. Und da hat es geheißen, ja, ich bin positiv. Und dachte mir so, ja, okay. Ich merke gar nichts. Soweit so der Stand. So, da kommen die grünen Kollege. Wenn der blaue weg ist, werden wir gerade den nächsten annehmen. Okay, ja, manche meisten nicht. Wer noch hat mehr? Mich hat es für eine Woche flachgelegt. Der ist erzählt. Wie schon gesagt, also für irgendwas muss die Impfung gut sein. Also ich ab und zu huste ich mal oder so, aber das war's dann halt schon. So, auch da schon der nächste Grüne. Dann wollen wir hier mal die Pendler annehmen. Und auch da den Pendler. Das ist auch so einer. Ready or not, here they come. No, I am not ready. Looks like someone ran out of unused platforms. You are in trouble, aren't you? Dezent. Ich würde so gerne mal schaffen, hier 10 Runden abzuschließen. Leise habe ich keine mehr, ich habe nur noch ein Signal. Da ist noch ein blauer Heini. Alter, 5 Züge hier. Der macht mich fertig. So könnt ihr jetzt hier. Ja, ich glaube, das war ein Fehler. Shit. So, Mr. Blue. Du machst immer die gleiche Tour hier, bitte. Jetzt fährt es dann mal hier rein. Einmal so. Also entweder in Mesa oder in Portsmouth, weil es verkacken. So, komm, mach Platz da unten. Schicken wir es mal hier hin. Damit er da Platz macht. Ja, ich habe Elden Ring gespielt. Sag mal, ich habe eine Stunde und habe schon wieder lassen. Das Frustlevel ist extrem hoch. Ich weiß nicht, wann ich es wieder anfasse, aber erstmal, nee, nichts für mich. Du fährst erstmal hier nach oben. Sind zu viele Züge hier. Oh, ich glaube bei Runde 7, das war's jetzt. Ist es so? Ja, finde ich schon. Was aber noch viel schlimmer finde, ist die Steuerung. Die kotzt mich halt tierisch an. Du kannst mal hier wenden, bitte. Will denn der hin? Der macht wieder eine Tour nach hinten.
Akt 2 auf der Pipeline. One of your trains is about to time out. Victory will be mine. Ah, nein, nix da. Wait, why am I warning you? Ja, gute Frage. der will hierhin. Fuck, ich hab noch einen blauen und den hier. Den ich da auf dem Kieker hab. Scheiße. Du kannst schon mal hier losfahren. Soll ich denn den annehmen? Okay, ich nehme ihn an, weil sonst verliere ich ihn. Und den auch. Close call. You better hope that doesn't happen again. Ja, ich hoffe es wirklich. Shit, wie soll ich denn das später ausbauen? Und jetzt habe ich einen Stau hier oben. So, der macht einen Abflug. Du kannst dann hier oben rein. Du kannst dann auch mal hier rein. Und der will hier die Tour machen. Ich glaube, den blauen schicke ich als erstes los. Und dann soll einer von denen mal hier fahren. Was willst du? Du bist doch West Effort. Du fährst mal hier unten rein, bitte. Fährst mal nach da oben und der kann dann hier reinfahren. Du bitte einmal wenden und fährst dann hier wieder. Shit, der blockiert jetzt das Gleis hier. Ach, so ein Kack. Okay, du fährst mal hier unten rein. Du fährst dann mal hier bis dahin. Du auch. Dahin und der will auch noch bis Erfurt, weil das ist der nächste. Okay, wo will der hin? Der will nach What's oben. This? I look away for one second and now you're winning. Ja, manchmal bin ich gut, Spiel. Aber nur manchmal. Der fährt gleich los. Hier mal Stau. Du musst hier rein. Und der kommt dann hier rein. Okay. Können wir auch schon mal losschicken. Und du bist ein blauer Herr. Du fährst hier unten hin. Du einmal wenden. Und du kannst dann hier hin. Du kannst hier hin. Du kannst dann hier unten hin. Und das wäre es dann erstmal gewesen, wobei der kommt dann hier oben noch hin. Okay, das ist blauer. Du kannst hier nach oben fahren. Und du kannst mal bei Zeiten hier runterfahren. Stressig. Wie gesagt, das ist ein blauer. Du bist. Du kannst erstmal. Mach mal hier, dann geht's schneller. Der fährt auch wieder retour. Der zweite fährt hier hin. Und der will dahin.
Gutele, dann hätten wir das auch. Der wird dann auch nochmal wenden. Da waren drei schon mal erledigt. Cool. Und der auch wieder nach da oben. Letzter Zug. Runde 7 von 8. Holla shit. So, aber bevor der jetzt gerade final einfährt, ich muss mal ganz kurz wohin. Es gibt mal kurz Musik und dann schauen wir mal, ob ich Runde 8 schaffe. Also, bis gleich. Mach's kein Blödsinn. So, da bin ich auch schon wieder. Gut, lass mal den letzten Zug mal hier einfahren. Perfekt. Also, was kriege ich für Goodies? Sagt er gar nicht an. Wir haben 12 Gleise. Wo macht es jetzt Sinn, dass ich ausbaue? Also hier habe ich einen Haufen. Macht vielleicht das hier Sinn? Dass wir noch hier ein Signal hinklatschen, dann kann hier ein Zug warten. Und vielleicht hier 6 Gleise. Wird das hier? Nee, das reicht nicht. Doch, wird. Aber dann komme ich nicht mehr hier runter. Also ich mache das hier. Okay, lass mal kurz was probieren. Machen wir das mal. So, das geht. Um eins verschieben. Okay, da komme ich hier auf alle drei Gleise. Auf 2, 3 und 4. Von oben, da komme ich da runter, da komme ich da runter, hier kann ich rüber. Dann würde ich sagen. Ich denke mal, das könnte so passen. Hier vielleicht noch ein Signal. Runde 8. Weiter habe ich es bis jetzt einfach noch nie geschafft. Ich hoffe, das passt so. Okay, machen wir erstmal hier den blauen. Du kannst schon mal losdüsen und dann haben wir hier die grünen. Die nehme ich alle schon mal an. So, Mr. Green, diesmal ab. Und der Mr. Green macht genau das Gleiche. Und du fährst auch schon mal los. Und fährst aber dann hier oben rein. Dann haben wir hier so einen Pendler, zweimal Pendler. Nehmen wir beide mal an. Und auch da ein Pendler. Okay. Lassen wir mal laufen. Könnten dich. Ich könnte eigentlich das machen, dann geht's schon mal schneller. Ja, jetzt am Anfang egal. So, den blauen nehmen wir auch gerade schon mal an.
Du machst bitte das gleiche wie dein Vorgänger. Dann haben wir schon mal 1, 2, 3, 4, 5 Züge auf der Strecke. Und hier nochmal zweimal Pendler. Von da nach da. Und das sind auch alles die gleichen Pendler. Ready or not, here they Fuck. Come. Fuck, Alter, wie Looks viel like sind you've das? Got quite the build-up approaching. A little bit. Holy cow. Scheiße. Wie soll ich denn das managen? No. Das wird ja dann noch eine Runde schlimmer. So, ihr könnt dann schon mal hier hinfahren. Damit es dann mal frei wird. Du hier runter. Du hier runter. Dich habe ich schon vorprogrammiert. Du kannst hier mal die Route hier machen. Da kannst du auch schon mal düsen. Da muss jetzt echt schnell sein, da hinten. Holy cow. Den nächsten an. Und komm, mach Platz hier. Schon mal los. Und auch dich werden wir schon mal programmieren. Okay, wieder zwei weniger. Und dann zweimal blau hier. Sylvie, was hast du dir dabei gedacht? Also, wie sind die Wetten im Live-Chat? Schaffe ich die Runde oder nicht? Tick-Tock, Tick-Tock. Ja, hör auf zu nerven, ich weiß. Noch meine Wände. Wie soll denn das gehen mit drei Gleisen? Ihr seid doch wahnsinnig. So, und der muss einmal wenden. Und der muss dann hier hin. Ey. Okay. Also, das sind wir jetzt schon mal entspannt. Königin der Nacht, Moinsen. Okay, einmal da lang düsen, bitte danke. Oh ne, ich glaube, das werde ich verlieren da hinten. Das wird nichts.
Ah, so eine Scheiße. Die Ruhe vor dem Sturm. Welche Ruhe denn? Dich kann ich schon mal losschicken. Ja, wobei. Du machst mehr Sinn. Ah, ich hätte vielleicht. Na, ich habe kein Signal mehr. Ich hätte hier noch eins hinsetzen können. Ach, da unten auch noch. Scheiße, den habe ich gar nicht bemerkt. Well, you shouldn't feel too bad. I am the best there is, after all. Ah, no. Ich habe so gewusst, dass ich das nicht schaffen werde. Ah, so ein Shit. So ein Shit. Okay, also es ist wirklich bockschwer. Und, na, fuck. Okay, ich probiere meine andere Karte.